Nie zuvor wurde so erbittert um wenige Meter Boden gerungen wie 1916 bei Verdun. Es ist die Mutter aller Schlachten des 20. Jahrhunderts. Die Geschichte von Menschen in einer unmenschlichen Zeit. In ihrem Schicksal spiegelt sich das Leiden einer ganzen Generation. Karl Rosner ist Jurist aus München. Für ihn ist der Gedanke, kämpfen zu müssen, ein Albtraum. Charles Delvert ist Geschichtslehrer aus Paris. Ein Kompaniechef, der Befehle nicht einfach hinnehmen will. Karl Freiherr von Andrian ist Berufsoffizier aus Bayern. Für ihn ist der Krieg eine Frage der Tapferkeit. Anatole Castex aus der Gascogne will seinen Mann stehen. Für Familie und Vaterland. Papa. Sie nennen diese Schlacht die Hölle von Verdun. Ihre Briefe, ihre Tagebücher legen Zeugnis ab. Berlin im August 1914. Mobilmachung. Der deutsche Kaiser sieht sein Reich umzingelt. Die Generäle drängen ihn, dem Feind zuvorzukommen. Wilhelm II. Proklamiert den Krieg. Es muss denn das Schwert nun entscheiden. Mitten im Frieden überfällt uns der Feind. Darum auf zu den Waffen. Und wir werden diesen Kampf bestehen, auch gegen eine Welt von Feinden. Die Völker ziehen in diesen Krieg wie im Rausch. Er ist die Ursünde des 20. Jahrhunderts. Frankreich sieht sich gewappnet für einen Krieg gegen Deutschland. Auf die eine folgt die andere Mobilmachung. Frankreichs Präsident Raymond Poincaré spricht zur Nation. Frankreich ist Opfer eines vorsätzlichen Angriffs geworden. Dies ist eine unverschämte Missachtung des Völkerrechts. Unsere mutige Armee hat sich erhoben, um den Boden unseres Landes zu verteidigen. Hoch lebe Frankreich! Auch hier gibt man sich siegessicher. Einer, der vom ersten Tag des Krieges an Tagebuch führt, ist der Geschichtslehrer und Offizier der Reserve Charles Delvert aus Paris. Freitag, 7. August 1914. Viele glauben, der Krieg dauert nur einen Monat. Ich bin sicher, er wird viel länger dauern. Mit nahezu 1 Million Mann greift das deutsche Heer im Westen an. Die deutschen Generäle wollen in einem schnellen Feldzug Frankreich schlagen, um dann mit aller Kraft im Osten Russland zu bezwingen. Der 29-jährige Münchner Jurist Karl Rosner vermag der Kriegseuphorie nichts abzugewinnen. Er ist zur Grundausbildung einberufen. In der Fremde sein bisschen Jugendopfer? Für wen eigentlich? Vorläufig bin ich entschlossen, mich ins Unvermeidliche zu fügen.
Vielen Dank, Mutter. Aber gerne, mein Junge. Karl Rosner wird Rekrut im Bayerischen Infanterieregiment 20. Trommelfeuer im Westen. Schon nach wenigen Wochen ist die Front festgefahren. Ein schneller Sieg über Frankreich ist pure Illusion. Es beginnt der Stellungskrieg. Und immer wieder heißt es, im Westen nichts Neues. General Erich von Falkenhayn, Chef der deutschen Heeresleitung, schlägt dem Kaiser im Dezember 1915 vor, wie er wieder Bewegung in die festgefahrene Front bringen will. Dort, wo der Weg nach Paris durch starke Festungsanlagen versperrt ist, will er eine Entscheidungsschlacht herbeiführen. Bei Verdun. Der Kaiser lässt den General gewähren. Frankreich und Deutschland Anfang 1916. Die deutschen Truppen sind auf ganzer Breite nach Frankreich vorgedrungen, bis zu 120 Kilometer tief. An der Maas liegt das größte Verteidigungsbollwerk der Front. Vor Verdun sollen mehrere Festungen und Abwehrgürtel die Deutschen aufhalten. Karl Rosner hat seinen Marschbefehl erhalten. Er soll sich bei einer Maschinengewehreinheit einfinden. Pass auf dich auf. Karl, vergiss nicht, mir zu schreiben. Wohin werde ich kommandiert? Es ist die große Ungewissheit, die mir keine Ruhe lässt. Seit dem 21. Februar 1916 tobt die Schlacht. Tausende von Artilleriegeschützen aller Kaliber sollen die Festungsanlagen vor Verdun sturmreif schießen. Die erste Bastion ist das Fort Douaumont. Es gilt als uneinnehmbar mit seinen Geschützen, Maschinengewehren, versenkbaren Panzertürmen. Doch es fällt schneller als erwartet. Binnen 5 Tagen erobern deutsche Soldaten die schwach besetzte Festung. Ein Aufschrei geht durch Frankreich. Die Republik sei bedroht. Ein Retter wird gesucht. General Henri-Philippe Pétain ist ein erfahrener Stratege. Doch es dauert Stunden, bis der Junggeselle in Paris aufgespürt ist. Erst am frühen Morgen findet ihn sein Adjutant. Im Hotel Terminus am Gare du Nord. Philipp. Bei einer Dame. Seine spätere Frau. Der Hauptmann hat den Befehl, dem General mitzuteilen, die Verteidigung von Verdun breche zusammen. Er möge sich doch bitte im Hauptquartier einfinden. In Verdun spitzt sich die Lage zu. Die deutsche Artillerie schießt bis auf den Marktplatz. Tausende sind auf der Flucht. Die französische Generalität befürchtet, die Deutschen könnten durchbrechen und in wenigen Wochen Paris erreichen. Umgehend übernimmt General Pétain die Verteidigung von Verdun. Seine Weisung lautet: Halten um jeden Preis. Wer zurückweicht, wird erschossen. Für die Fahne, für den Sieg. Ein französisches Propagandaplakat. Verdun wird zur Frage von Sein oder Nichtsein erhoben. Für diese Schlacht sei jedes Opfer recht. Gut und Blut für unseren Kaiser, Gut und Blut für